Cześć, witam Cię serdecznie na tym kanale, gdzie się możesz nauczyć języka niemieckiego z dobrą wymową. Heute geht es um einige Beispielsätze, wenn du einen schwierigen Vorgesetzten hast. Czyli dzisiaj daję wam parę przykładowych zdań, jeżeli masz. Jakiegoś trudnego szefa. A konkretnie to dostałem maila z prośbą: Wojtek, czy nie mógłbyś zrobić takiego czegoś? Mówisz i masz. Jak ja to zawsze lubię mówić, lecimy z koksem. Aha, no i zanim zapomnę, dla tych, którzy są tutaj nowi na kanale, w takim filmiku jak tym, ja czytam zdanie po polsku i wtedy dwa, trzy razy po niemiecku. Pomyliłem się lub zrobiłem to przez pomyłkę. Ich habe mich geirrt. Ich habe das aus Versehen gemacht. Chilly al albotanto. Ich habe mich geirrt. Pomiłyłem Ich habe das aus Versehen gemacht, nicht sonstwo. Verpust nicht sonstwo. Ich habe mich geirrt. Geirrt. Bo, ei, wie ich jetzt Aber Auf dem Schubertkug? Nein. Ich habe mich geirrt. Ich habe das aus Versehen gemacht, nicht sonstwo. Das ich Następne zdanie z całym szacunkiem, ale to już troszeczkę przesada troszkę. Ja tutaj um, w tych tłumaczeniach nie jest zawsze dosłownie słowo do słowa i um, ja to są tylko przykłady. Można to oczywiście na różne sposoby tłumaczyć, tak? Z całym szacunkiem, ale to już trochę przesada. Bei allem Respekt, aber das ist schon ein bisschen übertrieben. Bei allem Respekt, aber das ist schon ein bićien allem respekt aber das ist schon ein bisschen übertrieben i możecie ze mną tak sobie ćwiczyć powtarzać słuchać powtarzać By allem respekt aber das ist schon ein bisschen übertrieben i możecie to tak teatralnie odgrywać sobie w domu bo do szefa to też trzeba jakoś powiedzieć a jak tego nie potrenujecie przed lusterkiem to będzie to ciężko a jak ten Wojtek to powiedział? Aha, teatralnie to ma wyglądać. Słuchaj, so, panie! <laughs> Wiecie co chodzi? Ja ja, äh, Wojtek jest hin und wieder so ein bisschen lustig, czyli äh, jestem taki wesoły troszeczkę. Prosiłbym, aby pańskie uwagi do mnie kierować na osobności, a nie przy klientach. Rodo też tego dotyczy. Ich bitte sie, ihre bemerkungen an mich direkt zu richten und nicht vor Kunden. Es geht auch um datenschutz. To jest właśnie taki przykład. Przykład. RODO też tego dotyczy, to nie znaczy es geht auch um Datenschutz. Ale sinngemäß, czyli według sensu zdania, według tego co chcemy powiedzieć, ja to tak właśnie przetłumaczyłem. Ich bitte Sie, ihre Bemerkungen an mich direkt zu richten und nicht vor Kunden. Es geht auch um Datenschutz. Ich bitte Sie, ihre Bemerkungen an mich direkt zu richten und nicht vor Kunden. Es geht auch um Datenschutz. Ich bemühe mich, aber Sie sehen nur meine Fehler. Ich bemühe mich, aber Sie sehen nur meine Fehler. Ich bemühe mich, aber Sie sehen nur meine Fehler. Uns befinden, Zusammenarbeit Unsere Zusammenarbeit läuft nicht besonders gut. Unsere Zusammenarbeit läuft nicht besonders gut. Unsere Zusammenarbeit läuft nicht besonders gut. I zanim zapomnę, wie auch in den letzten Filmikern, habe Materialien do pobrania w Link do, do tej strony mojej jest w opisie. Kliknij tam i tam masz materiały do pobrania. Niektóre są gratis, niektóre coś kosztują, um, ale warto jest y, zobaczyć co najmniej, co tam jest do dyspozycji. A jak już robię taką małą przerwę, no to jak ci się ten filmik podoba lub jakiekolwiek inne z mojego kanału, to możesz zostawić subika lub dać łapkę w górę, lub co ja też bardzo lubię, napisz coś w komentarzach. Czy fajnie, czy źle, czy cokolwiek byś chciał. I ja się będę cieszyć, i każdy komentarz jest na pewno przeczytany. Lecimy dalej. Na początku nasze relacje były trudne i ciężkie, ale teraz dotarliśmy się. I tutaj mam zamiast relacje, co by można by było przetłumaczyć jako bycyung, zrobiłem na Zusammenarbeit, czyli tak współpraca, żeby to sens sensowo złapać lepiej. Za nogi. Am anfang war on Zusammenarbeit, schwierig. und anstrengend aber jetzt haben wir uns eingespielt am anfang am anfang war unsere zusammenarbeit schwierig und anstrengend aber jetzt haben wir uns eingespielt am anfang war unsere zusammenarbeit schwierig und anstrengend aber jetzt haben wir uns eingespielt ich denke, Sie haben das absichtlich, Albon vorsätzlich gemacht. Ich denke, Sie haben das absichtlich gemacht. Ich denke, Sie haben das vorsätzlich gemacht. Ich denke, Sie haben das absichtlich gemacht. Ich spüre eine leichte Voreingenommenheit mir gegenüber. Ich spüre eine leichte Voreingenommenheit. Mir gegenüber. Ich spüre eine leichte Voreingenommenheit mir gegenüber. nie Bitte vergessen Sie nicht, dass ich einen schwerbehinderten Ausweis habe. Bitte vergessen Sie nicht, dass ich einen schwerbehinderten Ausweis habe. Bitte vergessen Sie nicht, dass ich einen schwerbehinderten Ausweis habe. już. Robi żenujące. To jest wyszyment. I co o, co, o co tutaj temu komuś chodziło z żenujące? Czy to może być e, beszyment, może być to painlich, może to być e, unangenehm, czyli takie niemiłe. Także wybrałem po prostu beszyment. I ja, to musicie już wtedy sami wiedzieć, co dokładnie Was gilgocze, co chcecie powiedzieć. Das wird jetzt beschämend. Kazała mi to Pani zrobić. Potem inna kierowniczka kazała zrobić kierniczkę, czy tam przełożona, kazała zrobić co innego, a teraz oczywiście jest do mnie pretensja. Sie haben mir gesagt, ich soll das machen. Dann hat eine andere Vorgesetzte mir etwas anderes aufgetragen und jetzt machen Sie mir Vorwürfe. Oczywiście nie zapamiętacie sobie tego zdania, tak jak jest tutaj napisane i tutaj właśnie trzeba um, to zrozumieć sens tego wszystkiego i sobie samemu to tak ułożyć, aby było ok. Sie haben mir gesagt, ich soll das machen, eine andere Vorgesetzte hat gesagt, ich soll was anderes machen und jetzt machen sie mir Vorwürfe. coś takiego. Sie sagen A oder sie haben A gesagt, die andere Vorgesetzte hat B gesagt. Und jetzt machen sie mir Vorwürfe. To troszeczkę ułatwić. Pani mówi A, ta druga mówi B, a teraz że ja mam winę, tak? Bo ja najpierw zrobiłem to co pani, potem to za druga, a teraz co? To ja nie prosiłem o pomoc ani instrukcje. Ich habe nicht um Hilfe oder Anweisungen gebeten. Anweisungen, Anleitungen. Ich habe nicht um Hilfe oder Anweisungen gebeten. Ich habe nicht um Hilfe oder Anweisungen gebeten. Mam dziś do zrobienia, i nie wybieram nie czasowo. Mam dziś do zrobienia, i nie czasowo. Ich habe heute viel auf einmal zu tun und komme zeitlich nicht hinterher. Ich habe heute viel auf einmal zu tun und komme zeitlich nicht hinterher. Ich habe heute viel auf einmal zu tun und komme zeitlich nicht hinterher ich möchte hier arbeiten aber es ist kein muss ich möchte hier arbeiten aber es ist kein muss ich möchte hier arbeiten aber das ist kein muss ich erledige alles was zu meinen aufgaben gehört aber der reihe nach ich erledige alles was zu meinen aufgaben gehört aber der reihe nach ich erledige alles, was zu meinen Aufgaben gehört, aber der Reihe nach. Ich erledige alles, was zu meinen Aufgaben gehört, aber der Reihe nach. Ich erledige alles, was zu meinen Aufgaben gehört, aber der Reihe nach. Unter Druck zu arbeiten ist schwer. Albo, es ist schwer unter Druck zu arbeiten. Unter Druck zu arbeiten ist schwer zwyczaje Kann ich in dieser Angelegenheit meine eigenen Gewohnheiten haben? Kann ich in dieser Angelegenheit meine eigenen Gewohnheiten haben? Kann ich in dieser Angelegenheit meine eigenen Gewohnheiten haben? Mam swoje lata i nie w tym zawodzie od wczoraj. I tu jest tak ich habe ein gewisses Alter, zudem man mir nicht ich und arbeite nicht erst seit gestern in diesem Beruf. Ich habe ein gewisses Alter und arbeite nicht seit gestern in diesem Beruf. Ich habe ein gewisses Alter und arbeite nicht seit gestern in diesem Beruf. Nie willst ojca die Dinge To oczywiście nie jest dosłownie przetłumaczone, bo, bo to tak nie idzie. Bring dem Papst nicht das Beten bei. Bring dem Papst nicht das Beten bei. Czyli nie ucz papieża się modlić. Zamiast nie ucz ojca dzieci robić, to e, nie ucz papieża e, modlić się. Bring dem Papst nicht das Beten bei. Jestem wdzięczny za wyjaśnianie mi tej sprawy lub... pomoc lub wyrozumiałość Ich bin dankbar für die Klärung dieser Angelegenheit Entschuldigung ich schneide mit dieser sprawy Ich bin dankbar für die Klärung dieser Angelegenheit Ich bin dankbar für die Hilfe Ich schließen widzenie sa pomoc Ich bin dankbar für die Hilfe Isa wyrozumiałość Ich bin dankbar für das Verständnis albo für ihr Verständnis Isa pańską wyrozumiałość ich bin danke für das Verständnis. Ich bin dankbar für die Klärung dieser Angelegenheit. Ich bin dankbar für die Hilfe. Ich bin dankbar für das Verständnis. A ja Wam dziękuję za Wasz czas, że spędziliście znowu kolejne minuty na moim kanale, ze mną tutaj. Czy jedziecie samochodem, czy jesteście w pracy, czy cokolwiek robicie, róbcie to jak chcecie, cokolwiek teraz myślicie, ale róbcie swoje. No, to by było na tyle. Nie mam więcej nic do powiedzenia. Oprócz dziękuję za oglądanie, dziękuję za komentarze, na które ja już się teraz cieszę. No i do następnego razu Wasz Wojtek.